Ja, was verstehen wir unter Netzwerken aus einer technischen Dimension heraus? Schauen wir uns das zunächst einmal an. Was gehört alles dazu? Neben den Endgeräten gehört natürlich irgendetwas wie ein Medium dazu, obwohl es im Zweifel auch das Vakuum sein kann. Und neben diesem Medium, typischerweise eben Kabel oder Funkstrecke, gehört natürlich sowas wie eine Vermittlungseinrichtung dazu. Und diese drei Komponenten, nämlich letztlich die Endgeräte, die Verbindungswege und die eigentliche Vermittlungsstruktur, die definieren letztlich so eine Art Netzwerk. Und wir sagen dazu, es ist eine Menge von Hard- und Softwarekomponenten, die das kooperative Miteinander der beteiligten Systeme ermöglichen kann. Das heißt, es gehört da sowohl eine technische Einrichtung zu, wie eben die Endgeräte, Leitungswege und Vermittlungen, wie auch eine Art der logischen Einrichtung, nämlich Vereinbarungen in Form von Protokollen. Ja, was sind dann eigentlich die Ziele für den Einsatz von Netzwerken? Zum einen geht es natürlich darum, eine effektive Informationsverteilung und Beschaffung zu ermöglichen. Zum anderen soll ein flexibler Austausch zwischen Daten, zwischen Personen und Programmen, aber auch zwischen Programmen untereinander möglich sein. Es gilt auch darum, Ressourcen mehrfach zu nutzen, sei es jetzt einen Datenbankserver, einen Applikationsserver oder einfach nur einen Drucker beispielsweise. Und aus der Möglichkeit, das Ganze in einem Netzwerk zu betreiben, habe ich immer eine Reihe von zusätzlichen Synergieeffekten. Diese Synergieeffekte können sich zum Beispiel in den sogenannten klassischen Verbundfunktionalitäten äußern, also beispielsweise im Datenverbund. Ich habe also zwei Datenbankserver, die einen gemeinsamen Datenpool zur Verfügung stellen, und auf diese beiden Server kann ich quasi transparent zugreifen, wenn es sich um einen Datenverbund handelt. Das heißt, der Benutzer als solches merkt gar nicht mehr, auf welchem physikalischen Gerät er letztlich die Daten findet. Ja, es gibt insbesondere auch den Verfügbarkeitsverbund. Der ist natürlich extrem wichtig, wenn es darum geht, eine Verfügbarkeit, eine Sicherheit, eine Zuverlässigkeit herzustellen. Das heißt, wenn zum Beispiel einer der Server ausfällt im Netz, ist automatisch die Möglichkeit da, das Ganze auf einem anderen Server abzuwickeln. Das heißt also, die Dienste, die zur Verfügung gestellt werden, werden durch die Replikation von Diensten auf verschiedenen Endgeräten einfach sicherer gemacht, und das Ganze nennt man dann eben einen Verfügbarkeitsverbund. Ein Funktionsverbund wäre das dritte Beispiel, bedeutet also, wir haben unterschiedliche Funktionalitäten im Netz abgebildet, zum Beispiel einen Mail-Server, einen Web-Server, und das Ganze ergibt dann eben im Netz die Möglichkeit, neben den Webdiensten auch Mail-Dienste zu nutzen, und für den Benutzer als solches auch wieder transparent, findet das jetzt auf einer Maschine statt, findet das verteilt statt, spielt letztlich keine Rolle. Die Funktionen als solche sind im Verbund zur Verfügung gestellt. Als weitere Möglichkeit in einem klassischen Netzwerkverbund ergibt sich ein Leistungsverbund. Das heißt, ich habe die Anforderung, zum Beispiel über mehrere Datenbankserver oder über mehrere Applikationsserver hin eine Applikation laufen zu lassen, typischerweise eine ERP-Software. Im Unternehmen wickelt verschiedene Teile der Anwendung über verschiedene Server ab, um letztlich auch mit der Anwenderzahl zu skalieren, um eine entsprechende Leistung zur Verfügung zu stellen. Das wäre dann eine Form des Leistungsverbundes. Und als letzten klassischen Verbund hätten wir noch den Lastverbund. Das heißt also, wenn in einem Netzwerk verschiedene Anfragen kommen, um zum Beispiel einen Webdienst zu nutzen, dann bestünde die Möglichkeit, über ein Lastverteilungssystem die Last jeweils auf den entsprechenden weniger ausgelasteten Server zu verteilen. Das wären also klassische Ziele, die wir mit einem Aufbau eines Netzwerkes verbinden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von weiteren Zielen, und ich nenne jetzt mal einige Beispiele. Zum Beispiel nehmen wir uns mal hier dieses Beispiel E-Commerce. Also Sie haben ein Unternehmen, das hat ein lokales Netzwerk hier, was auch im Internet, was auch an das Internet angebunden ist. Und innerhalb dieses lokalen Netzwerkes wird also ein Teil der Unternehmensfunktionalität abgebildet. Sie sehen das hier, Einkauf, Produktion, Verkauf. Und diese Netze können Sie nun wieder miteinander koppeln. Diese Abteilungen werden auf das lokale Netzwerk abgebildet.
und bilden dann sozusagen dieses Intranet. Wenn Sie jetzt beispielsweise mit dem Einkauf ins Netz gehen wollen und wollen dort Ihren Lieferanten direkt verbinden, also sogenannte B2B-Prozesse, dann machen Sie das typischerweise über ein sogenanntes Extranet. Das heißt, einen Teil Ihres Netzes und der Informationen stellen Sie auch dem Einkauf zur Verfügung. Dasselbe kann man auch machen für den Verkauf, bis hin letztlich auch zu einem Verkaufsportal B2Customer, wäre also auch eine Möglichkeit, Business2Customer. Und auch das wäre dann letztlich eine Form des Extranets. Also da sind die Anforderungen speziell auch im Bereich der Sicherheit zu sehen. Und insofern ist das E-Commerce-Beispiel ein Beispiel, was uns gleich zu einem Thema der Sicherheit bringt. Ein weiteres Beispiel wäre das Thema der Bandbreite, das ich jetzt ein wenig schnell überschlagen habe. Sie sehen das hier, die Bandbreite über die Jahre mal skaliert. Während wir früher in erster Linie Textinformationen über das Netz verschickt haben, sind wir heute so weit, dass wir letztlich Video on Demand machen können. Das heißt also, die Bandbreite skaliert mit den Anforderungen an die Anwendung. Eine weitere Anforderung wäre das Thema der Dienstgüte. Das ist insbesondere bei Echtzeitanwendungen ganz wichtig. Da haben wir den Begriff von Quality of Service. Das heißt also, dahinter steht das Thema der Zuverlässigkeit, aber auch das Thema der Isochronität. Isochronität bedeutet, habe ich also eine Verzögerung in der Kommunikation und wie groß ist die eigentlich? Also wenn ich Verzögerungen habe, die mehr als 50 Millisekunden dauert, dann kann ich sie für eine Echtzeitanwendung nicht benutzen. Das heißt, bei Voice-over-IP muss ich Verzögerungen, Latenzen haben, die geringer als 50 Millisekunden sind. Ja, eine letzte Anforderung, schauen wir nochmal auf dieses Thema der Qualität. Zur Qualität gehört, das haben wir schon gehört, Verbundfunktionalität, auch das Thema der Verfügbarkeit, daneben das Thema der Sicherheit, das Thema der Skalierbarkeit. Kann ein Netz mit den Anforderungen der Benutzer auch mithalten, also mit skaliert werden. Und letztlich das Thema, was heute ganz wichtig ist, User-Mobilität. Können also auch Mobilgeräte, Endgeräte, die mobil sind, die persönlich dem Benutzer zugeordnet sind, können die auch mit in dieses Netz eingebunden werden. Zum Thema Verfügbarkeit sehen wir hier eine Tabelle. Also wenn Sie eine Verfügbarkeit haben von 99,9%, dann bedeutet das, dass Sie mit einem Tag pro Jahr Ausfall rechnen müssen. Wenn Sie das entsprechend steigern wollen, müssen Sie entsprechenden Aufwand in der Redundanz schaffen.